Mein Name ist Patricia Geißler. Ich wohne seit 2015 hier, dadurch, dass ich hier auch meinen Bachelor gemacht habe. Und inzwischen bin ich im zweiten Fachsemester des Masters Media und Communication Science hier an der TU Ilmenau. Derzeit arbeite ich gar nicht für die Uni, aber ich durfte letztes Jahr am Fachgebiet für audiovisuelle Technik beim Institut für Medientechnik arbeiten und durfte da als Praktikumsbetreuerin Versuche im Fach angewandte Medientechnologie betreuen. Ganz ehrlich, es war ganz einfach. Es wurde eine E-Mail rumgeschickt auf dem Masterverteiler, ob es denn Leute gibt, die sich dafür interessieren, die Praktika halt zu leiten. Und ich war so, hey, du suchst sowieso einen Hiwi-Job? Weil Hiwis sind eigentlich immer gut. Man lernt was Neues, man lernt Leute neu kennen. Ich dachte mir so, warum nicht tatsächlich? Meine Aufgaben bestanden darin, dass ich die Studierenden aus den AMW und MW, aber auch aus den MT-Kursen, bei den Versuchen V5 Audioschnitt und V10 Videoaufnahmetechnik betreue. Dabei stand ich natürlich während der gesamten Versuche bei Fragen zur Stelle, habe denen die Technik bzw. Kamera und Schnittprogramm erklärt. Vorher gab es natürlich Einstiegstests und wenn da einige nicht bestanden haben, musste ich sie leider vom Praktikum ausschließen. Ich muss sagen, ich fand es wirklich cool, mal für die Uni zu arbeiten, besonders weil ich halt auch wirklich selbst neue Erfahrungen sammeln konnte. Ich habe zwar Erfahrungen in gewissem Rahmen, aber man lernt immer irgendwas Neues dazu und vor allen Dingen auch der Austausch mit anderen, vor allen Dingen halt mit meinem Chef, das war ganz interessant, weil wir verschiedene Standpunkte teilweise hatten und ich auch zum Beispiel mit der Kamera aus dem Versuch 10 vorher noch nicht so gearbeitet hatte. Ja, ich würde sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Mir hat es viel Spaß gemacht tatsächlich, einfach weil ich mein Wissen weitervermitteln konnte und weil ich da mit den anderen Studis quasi so ein bisschen helfen konnte, da gute Noten zu erreichen. Und das hat mich immer ziemlich glücklich gemacht, wenn die sich über ihre Noten gefreut haben. Und Nivi macht sich eigentlich immer gut auf dem Lebenslauf. Also wirklich super Sache. Ich denke schon, dass es mir was gebracht hat, einfach weil ich dadurch halt auch Erfahrungen sammeln konnte, wie es ist, anderen Leuten etwas beizubringen. Das hat nicht jeder diese Chance und für mich war das eigentlich ziemlich prägend, weil ich dadurch auch wusste, was unsere Dozierenden eigentlich auch für eine Verantwortung haben. Wenn man Bock drauf hat auf die Stelle und Leuten was beibringen möchte, dann go for it, ganz ehrlich, weil es ist immer gut, jemand anderem noch Sachen beizubringen, weil man lernt dadurch selber vielleicht auch neue Aspekte. Allerdings sollte man gewisse Vorerfahrungen haben, vielleicht mit den Programmen, die man anwendet oder mit der Technik, wie zum Beispiel der Kamera. Dementsprechend sollte man sich gut darauf vorbereiten, denke ich. Zum Beispiel sich vorher mit der Technik auseinandersetzen, wie funktioniert eigentlich welches Bestandteil oder sich die Programme vorher mal angucken, Tutorials dazu angucken, einfach damit man so ein bisschen eine, ich sag mal, Grundlage hat, und die man dann erweitern kann und den Leuten dann erklären und beibringen kann. Ich denke, Initiativbewerbungen beim Institut sind möglich. Ansonsten werden die Stellen eigentlich auch immer ausgeschrieben, vor allen Dingen halt in den Masterstudiengängen wird nachgefragt, ob sich da jemand bereit erklärt, diesen Hiwi zu übernehmen. Einfach eine Mail schreiben, dann als Antwort und dann wird man ziemlich wahrscheinlich angenommen und zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Thank you.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Kanal und schau auch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Links dazu in der Beschreibung.